Gesundheit. Jetzt hast du den Schnupfen aber schon ziemlich lange. Magst du den Apfel? Nein. Ja, sie wird doch nicht auf den Amigo allergisch sein. Schaut doch sicherheitshalber mal zum Arzt. Welche Beschwerden hat die Christina denn? Ja, sie hat jetzt schon ziemlich lang Schnupfen. Also Allergie ist heute der Oberbegriff für die Neigung des Körpers, auf körperfremde, sonst aber meist harmlose Stoffe mit einer krankmachenden Überempfindlichkeit des Immunsystems zu reagieren. Der Allergiecheck soll dabei helfen, Allergien rechtzeitig zu entdecken und zu diagnostizieren. Bei jeder Allergiebehandlung steht die Diagnose an erster Stelle. Das Herzstück eines Allergiechecks ist ein umfassendes Gespräch mit Ihrem Arzt. In der sogenannten Anamnese stellt der Arzt Fragen zu den Symptomen und den Lebensumständen. Die Allergiebereitschaft ist auch vererbbar. Das heißt, wenn Sie oder Ihr Partner an einer Allergie leiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch Ihre Kinder zu Allergikern werden. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, was ich jetzt bei der Christina auch gesehen und gehört habe, ist eine Allergie möglich. Wenn nach einer genauen Untersuchung der Verdacht auf eine Allergie entsteht, schreibt der Arzt eine Überweisung in ein Allergieambulatorium. In diesem Fall übernimmt die Krankenkasse die Kosten der Untersuchung. In diesen speziell ausgestatteten Labors wird eine genaue Untersuchung der Hautreaktion und des Blutes durchgeführt. Allergien sind nicht harmlos. Für Bienen- oder Wespenallergiker kann ein Stich sogar zu lebensbedrohlichen Schockzuständen führen. Aus einem nicht behandelten Heuschnupfen kann Asthma bronchiale werden. Dies wiederum führt in den schlimmsten Fällen zu schweren Schäden an Lunge und Herz. Informieren Sie sich rechtzeitig, denn ein Allergiecheck hilft, Allergien rechtzeitig zu erkennen. Mama, müssen wir den Amigo jetzt weggeben? Lass uns erst mal sehen, was los ist. Aber es wird schon gut werden. Grüß Gott, darf ich Sie zu mir bitten? Der zweite Schritt ist der Hauttest. Hier werden am Unterarm mehrere Tropfen verschiedener Allergenlösungen aufgetragen und schmerzlos mit einer Mikrolanzette unter die Haut gebracht. Innerhalb von wenigen Minuten kann man beobachten, ob die Substanz eine allergische Reaktion hervorruft. Zu erkennen ist dies an Rötungen der jeweils markierten Hautstellen. Und für die weitere Allergiediagnose brauche ich jetzt noch ein bisschen Blut von dir. Ein weiteres, noch genaueres Ergebnis wird mit dem Bluttest gewonnen. Hier werden aus kleinen Blutmengen die spezifischen Antikörper bestimmt. Mit aufwendigen Labormethoden ist es möglich, die Antikörper nicht nur in ihrer Menge zu bestimmen, man kann auch eine genaue Aussage treffen, gegen welche körperfremde Substanzen diese Abwehrstoffe ausgebildet wurden. Bei Kleinkindern verzichtet man gelegentlich sogar auf den Hauttest und beschränkt sich auf die Blutuntersuchungen. Der Befund hat ergeben, die Christina hat eine Allergie. Da Allergien grundsätzlich nicht heilbar sind, ist die Allergenkarenz die wirkungsvollste und wichtigste Behandlungsmethode einer Allergie. Darunter versteht man die konsequente Vermeidung des Kontakts mit dem auslösenden Allergen. Und was kann man dagegen machen? Gegen die Akutbeschwerden gebe ich Ihnen ein Rezept mit. Nur wenn der Patient über den aktuellen Stand seiner Empfindlichkeit informiert ist, ist es möglich, eine Hyposensibilisierung einzuleiten. Das heißt, dem Körper das auslösende Allergen über einen längeren Zeitraum in steigenden Mengen zuzuführen. So wird erreicht, dass im Organismus ein Gewöhnungseffekt eintritt. Dadurch kommt es zu keiner Überreaktion mehr. Und was ist mit dem Amigo? Also da hast du Glück gehabt. Der Amigo darf bleiben. Aber in 6 Monaten bitte sehen wir uns noch einmal und kontrollieren. Bei Pollenallergien kann es bei Genuss von verschiedenen Nahrungsmitteln ebenfalls zu allergischen Reaktionen kommen. Diese Auslöser der sogenannten Kreuzreaktionen sind auf der Allergiecheck-Drehscheibe aufgelistet. Im Informationsmaterial finden Sie nützliche Tipps. Wussten Sie zum Beispiel, dass rote Apfelsorten weniger allergen sind als grüne? Und dass alle Äpfel ihre allergene Potenz durch kurzzeitiges Erhitzen in der Mikrowelle verlieren? Entfernen Sie die Zimmerpflanzen aus dem Schlafbereich
und in der ganzen Wohnung so weit als möglich auch die Teppiche. So können Sie auch mit kleinen Veränderungen eine große Wirkung erzielen. Zeigen Sie der Allergie die gelbe Karte. Der Allergiecheck.